Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Welcome kann ich gar nicht sagen. Also, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Deutschen Donnerstag. Fühlt sich gut an. Erstens einmal herzlichen Dank für das extrem geile Feedback von euch allen. Der Deutsche Donnerstag hat eingeschlagen wie eine Bombe. Mir freut es extrem. Ich kann jetzt öfter Deutsch reden. Und wie gesagt, euer Feedback war der Wahnsinn. Die just das Engagement auf dem... Wie heißt denn das Engagement eigentlich auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Das Engagement auf dem Video war Wahnsinn. Through the roof. Und ja, heute freue ich mich extrem. Heute machen wir ein Q&A, Fragen und Antwort, Spiel oder Video eher. Für alle, die jetzt neu da sind, geht's gleich mal rauf. Folgen drücken, Notification-Button andrücken. Und das Video liken auch, das hilft auch. Wie gesagt, heute machen wir ein Q&A, ein Fragen-Antwort-Video und ich habe extrem viele Fragen gekriegt auf meinem Instagram-Account. Wenn ihr mir dort noch nicht folgt, das ist der Link oder der Tag, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, da habt ihr jetzt einen Link, da oder da, ich glaube ja da. Und es wird öfter passieren, dass ein Jinglish rauskommt, also ein Deutsch und Englisch, ein Dinglish. Weil mein Kopf einfach nicht bereit ist für nur Deutsch. Aber wir gehen es jetzt gleich direkt an. Fragen-Antwort-Spiel. Los geht's! Migs_11. Wie ist es dir gegangen nach deinen ersten 4 Monaten in der USA? Wolltest du wieder heim? Also ich bin 2014 ausgewandert, bin direkt in die Schauspielschule gegangen und war dann natürlich komplett eingespannt mit Schule. Ich war den ganzen Tag, ich glaube von 8 bis um 4 am Abend in der Schule. Das heißt die ganze Zeit mit Leuten unterwegs auf der Bühne. Vor der ganzen Klasse einfach diese ganzen Techniken geübt. Voice and Speech Classes, also einfach nur um meinen Akzent zu reduzieren, das habe ich auch gemacht. Und war eigentlich dann den ganzen Tag eigentlich dort und habe eigentlich nur studiert und gelernt und geübt und geübt und geübt. Nach 4 Monaten, also die Zeit ist verflogen. Es war so anstrengend und so aufwendig, dass ich erstens einmal so viel Gewicht verloren habe. Ich weiß, das war nicht deine Frage, aber das passt jetzt gerade dazu. Habe extrem viel Gewicht verloren, war aber so begeistert von dem ganzen Schauspiel und dann mein Englisch ist besser geworden. Nach 1 oder 2 Monaten habe ich gewusst, das wird's. Amerika ist genau mein Ding. Mir gefällt es da, ich würde da bleiben und ja, nach 4 Monaten war es genau das gleiche Gefühl. Ich wollte einfach in Amerika bleiben und wollte nicht mehr nach Hause. Lutz_Merkle, vermisst du es ab und zu mal ein Schnitzel oder ein Rumpsteak zu essen? Okay, du kennst mich noch nicht sehr gut. Ich bin seit 5 Jahren auf einer Plant-Based Diet. Also ich würde nicht sagen, dass ich Veganer bin, weil ich habe noch immer Items, also Schuhe, Lederschuhe oder sowas. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht klassifizieren als 100% vegan. Aber ich ernähre mich seit 5 Jahren oder ja, jetzt schon fast 6 Jahre nur pflanzlich. Das ist kein Fleisch oder Eier oder sonst irgendwas. Luca_4120. Vielleicht mal einen deutschen Donnerstag mit Amanda, bestimmt total witzig. Ja, das habe ich schon geplant. Sie ist momentan in New York, deswegen habe ich das nicht machen können. Deswegen ist das Fragen-Antwort-Video jetzt einmal vorgeschoben worden. Aber ich habe schon gesagt, ich habe ein paar lustige Ideen, die ich mit ihr dann drehen will. Und das machen wir auf jeden Fall. So, der TCMMYFCR President. Was vermisst du an Österreich, Deutschland? Was ist dein deutsches Lieblingsessen? Okay, also wie ich noch nicht vegan war, würde ich sagen, war es einfach klassischer Wiener Schnitzel. Jetzt, weil ich vegan bin, würde ich sagen, die Spaghetti von der Mama, weil sie macht extrem eine so geile Soße. Da sind drin, ich weiß gar nicht, was drin ist. Vielleicht, wenn sie nächste Woche da ist, machen wir das einfach. Ich glaube, da ist Paprika drin, Zwiebeln drin, Tomatenmark und dann ganz klein Schwammerl sind da drin und was noch? Ich weiß gar nicht, ich werde es dann fragen, aber es ist extrem gut, also das ist wahrscheinlich mein Lieblingsessen. Bevor ich vegan war, Kaiserschmarrn war halt auch extrem geil mit Milch drin, Zucker drin, Eier drin, aber Kaiserschmarrn nach dem Skifahren, obergeil. Aber was vermisst du an Österreich oder Deutschland? Ich würde sagen, das Skigebiet. Also einfach Skifahren oder Après-Ski in Österreich oder in der Schweiz ist einfach unvergleichlich. Das kannst du wirklich nicht vergleichen mit Amerika. Ich war erst letztes Jahr in Aspen Skifahren und ich habe halt alle gefragt, sag, ja passt, machen wir Après-Ski oder gehen wir Vollgas. Und ich sage, ja passt, das gibt es dort eh auch. Wir gehen dort in diese Après-Ski-Disco. Das war einfach ein Disco.
da haben sie Drake gespielt. Und ich sage, ja, aber wo ist jetzt Après-Ski? Und sie sagen, das ist es. Und ich denke mir, da ist Hip-Hop. Das passt ja nicht. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Also für jeden, der aus Österreich, der Schweiz oder aus Deutschland ist, ihr wisst ganz genau, was Après-Ski ist. Hüttengaudi, ein Flying Hirsch und los geht's. Und das gibt's halt da nicht. Also das vermisse ich sehr. Da, der Christopher _ Enk. Wie hast du so gut akzentfreies Englisch gelernt? Hast du da Tipps, die dir extrem geholfen haben? Wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich war in einer Schauspielschule, das heißt, ich habe den ganzen Tag Englisch sprechen müssen. Und ich habe den ganzen Tag oder jeden Tag eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Seiten an Monologen gekriegt, die ich einfach gelernt habe, oder Dialoge oder einfach nur Szenen mit meinem Partner. Das heißt, ich habe den ganzen Tag einfach nur Englisch gelesen, gelernt, studiert. Und mit meinem Accent Reduction Classes, also Akzentreduzierungsunterricht. das hat mir halt extrem geholfen, dass mein Akzent weggegangen ist. Aber es ist einfach einfacher, wenn du halt da lebst, weil du halt den ganzen Tag nur Englisch sprichst. Also ich habe keinen einzigen, und ihr merkt das eh, zeitweise ist mein Deutsch schlechter als mein Englisch, weil ich einfach jetzt schon seit 5 Jahren nur Englisch spreche und das auch wirklich den ganzen Tag verwende. Egal, ob das jetzt Business ist oder Personal oder ja, privat. Je mehr du sprichst, umso schneller gewöhnt sich dein Gehirn dran, dass du dann einfach alles in Englisch machst. Und das geilste Gefühl war, nach, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Monate das waren, aber nach 1,5-2 Monaten, glaube ich, war das geilste Gefühl, wie ich das erste Mal in Englisch geträumt habe. Und ich habe mir gedacht, ich hab's geschafft. Mein Gehirn hat's endlich akzeptiert, dass ich jetzt nur mehr Englisch rede. Und ja, das war einfach ein Durchbruch für mich, weil ich mir gedacht habe, das ist geil. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, denke ich gar nicht mehr dran, dass ich sage, ja, eigentlich ist Deutsch meine Muttersprache. Für mich ist Englisch jetzt schon, ich würde nicht sagen Muttersprache, aber es fühlt sich an als meine Hauptsprache. Weil es auch meine Hauptsprache ist, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also ich denke, ich lebe, ich spreche, ich mache alles in Englisch halt jetzt. Reinboldi, voll geil, dass du das machst. Hashtag, ja geil! mshell_. Wann bist du wieder in Österreich? Ich schätze mal, nächstes Jahr, also 2020, im Mai. Mai, Juni wahrscheinlich. Ich will mal schauen, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Mai noch Schnee gibt irgendwo. Aber ich mag unbedingt einmal wieder kommen, Skifahren. Sorry. Und Après-Ski, und da wird dann die Amanda mitnehmen, ihre Schwester, ihren Freund. In Christian, die Kristen und vielleicht noch in Nick und die Maria. Mit denen mache ich jetzt am meisten. Und ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen und haben gesagt, fliegen wir nach Österreich und dann zeige ich euch, wie richtiges Après-Ski ausschaut. So, dann eine Frage, die ich jetzt öfter gesehen habe, aber ich pick jetzt einfach mal den Philipp _ Denker. Wieso bist du nach Amerika gegangen? Das haben wir relativ viel gefragt. Der Hauptgrund war, weil ich einfach in Österreich nicht mehr happy war. Ich war einfach, ich würde nicht sagen unglücklich, aber ich habe gewusst, es fehlt mir was. Und ich wollte einfach Schauspiel studieren. Und ich wollte es nicht auf Deutsch machen, ich wollte es auf Englisch machen. Und dann bin ich einfach nach Amerika ausgewandert und habe mich beworben für die Schauspielschule. Da kann ich mich auch noch erinnern. Super nervös, allein in meinem Apartment im 10. Bezirk in Wien. Bin ich gestanden im Schlafzimmer mit einer komplett schlechten Kamera, gegen die Wand einfach nur gefilmt, ohne irgendwelche Angles oder sonst irgendwas oder Licht oder irgendwas, einfach nur die Standard-Audio von der Kamera verwendet. Habe einen Monolog von Rocky gemacht, da wo er mit seinem Sohn spricht. Das habe ich eingereicht und dann habe ich, glaube ich, was habe ich noch gemacht? Ja, eine Introduction, wo ich gesagt habe, wer ich bin, was ich mache. Und dann habe ich einfach, die wollten einfach ein paar Videos von mir haben, dass sie halt wissen, ob ich überhaupt Englisch spreche. Ich glaube, das war die Grundvoraussetzung. Dann bin ich akzeptiert worden, bin halt nach Amerika gegangen, habe die Schauspielschule gemacht und dann, ja, dann ist es losgegangen mit Social Media und jetzt bin ich da. Aber der Hauptgrund war Schauspiel. Okay, ni.klar.ss. Würdest du deinen Kindern Deutsch beibringen? Ich werde es nicht glauben, aber ich habe mit deinem Ende schon mal drüber gesprochen. Einfach nur gespaßt, weil wir sind halt weit davon entfernt, dass wir Kinder kriegen, aber oder überhaupt an Kinder denken. Weil wir halt noch so viel vorhaben, also businessmäßig, wenn wir sagen, wir wollen noch viel mehr erreichen und viel mehr traveln und einfach gemeinsam die Zeit verbringen. Klingt blöd vielleicht, aber ist einfach so. Wir wollen einfach viel mehr machen, viel mehr arbeiten und es, ja, das ist einfach das. Aber wir haben schon mal drüber, weißt du, wenn du jetzt darüber sprichst, in der Zukunft, was wäre, wenn,
habe ich gesagt, ich werde es auf jeden Fall werden die Deutsch lernen. Und sie hat gesagt, na, weil dann verstehe ich nichts. Und ich habe gesagt, ja, dann muss ich es halt auch lernen. Aber wie geil ist, wenn die Kinder dann Deutsch und Englisch und dann vielleicht noch Spanisch auch noch reden. Das war Weltklasse. Aber ja, also für mich, ja geil! _ cozy mit 3i. Hast du Tipps, wie man besser Englisch lernen und sprechen kann? Ganz wichtig, wie ich angefangen habe, war, ich habe mir jeden Tag How I Met Your Mother angeschaut. Auf Englisch mit Subtitles. Wow, jetzt wollte ich Englisch reden. Obwohl ich alles verstanden habe in Englisch, habe ich mir trotzdem die Subtitles immer draufgeschmissen, weil du es einfach dann doppelt, dann hörst du es, siehst du es und weißt da ganz genau, und es klingt jetzt blöd, aber wenn du jetzt zum Beispiel wen in, also Acting, Schauspielern siehst, in einer Situation, der ist bei der Bar oder was auch immer und sagt dann eine Line, dann merkst du dir das, weil du siehst, du liest das und hörst das. Und dann merkst du dir das auch und das nächste Mal, wenn du in der Bar bist, aus dem Nichts kommt dann diese Line und du denkst so, ah, geil. Deswegen, wenn du es wirklich ernst nimmst mit, du wirst Englisch lernen und nicht einen großen Akzent haben, ganz wichtig, ja, natürlich einmal lernen, also mit Büchern halt, dass du mit den Vokabeln und alles weißt, wenn du wirklich von Null anfängst. Aber wichtig, Videos schauen oder irgendwelche Serien schauen, die du halt gern magst, mit Untertiteln und dann immer wieder anschauen. Ich habe mir zum Beispiel Troy, wie oft? Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube schon 15, 16 Mal den kompletten Film mit dem Brad Pitt mit den englischen Subtitles. Ich hab die Lines auswendig gewusst. Aber es hat mir auch geholfen, dass ich ganz genau weiß, wie aussprechen. Wie man Sachen ausspricht. Woo! Ja, geil! Okay, also auf jeden Fall das und dann einfach immer wieder sprechen. Also irgendwen suchen, der ein Native ist und mit dem dann die ganze Zeit einfach Englisch sprechen. Das hilft auf jeden Fall. Die Lisi _ Obmann. Ist deine Mutter sehr traurig, dass du so weit weg wohnst? Ja, natürlich ist sie traurig, weil, ja, ich meine, ich bin der einzige Sohn, den sie halt noch hat. Und dass ich so weit weg wohne, ist halt zeitweise anstrengend für sie, weil es halt, ja, natürlich würde sie mich gerne öfter sehen, aber ich glaube, sie weiß, wie hart ich arbeite, dass ich halt wirklich da was aufbauen kann. Und ich habe ja schon gesagt, sobald alles fertig ist und alles geregelt ist mit Visums und so weiter und so fort, habe ich gesagt, sobald ich die Möglichkeit habe, hole sie sowieso rüber, dann kann sie kommen und gehen, wann sie will. _ Schumi mit 2i _ hat Amanda ein deutsches Lieblingswort. Grüße gehen raus aus Salzburg. Ein deutsches Lieblingswort. Ich glaube, ich würde sagen, ich liebe dich oder das ist gut. Also das ist gut verwendet sie dauernd. Ja, aber wenn halt irgendwas ist, wenn sie mich irgendwas fragt und dann sage ich ja oder na, dann sagt sie, das ist gut. Oder total lieb ist, wenn sie es jetzt zeitweise reinbringt. Oder passt. Passt ist auch gut. Das versteht sie jetzt auch schon, weiß auch schon ganz genau, wann sie es verwenden muss. Und dann schaut sie einfach dran und sagt sie, passt. Das ist auch total herzig. James Lessig und _ AT. Wie geht's da, Alter? Super, Alter. Der Kommentar ist total lieb. JJD Fossa. Einfach danke für all deine geilen Videos, sei es auf Deutsch oder Englisch. Mach weiter so. Danke, danke, danke. Dort, der Flo Kitzbühel. Woher aus Österreich kommst du genau? Bist der Supertyp. Erstens, danke dir. Meine komplette Family ist aus dem Burgenland. Ich bin aber Wien-Umgebung aufgewachsen, bei Mödling. Wohn oder hab gewohnt in Hennersdorf. Bei Vösendorf dort in der Nähe. Also Vösendorf, Hennersdorf, Leopoldsdorf. Wie gesagt, die ganze Family ist halt von der Mama-Seite ist alles in Burgenland. Was extrem geil ist. Deswegen glaube ich, habe ich auch diesen Akzent halt im Deutschen. Ich glaube, das ist ein L, 30N.Bre. Hast du mal anderen Sport gemacht, außer Fitness? Bist du einer der sympathischsten Typen? Fire. Danke dir. Total lieb. Freue mich über all die Responses, aber über solche halt extrem, das ist einfach total nett. Also, danke dir. hast du früher anderen Sport gemacht? Ja, das ist eine geile Frage, weil ich war im Sportgymnasium in Marienzersdorf und da hat es eine Zeit gegeben, wo ich in einem Schwimmteam war, Volleyballteam war. Ich habe Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt. Tennis, Fußball, Schwimmteam, Volleyballteam. Das war's. Das wird jetzt, glaube ich, einer der letzten Responses. Der NAZZZUS, hättest du früher gedacht, dass du so weit kommst in den USA, als du dort hingezogen bist? Das ist eine sehr geile Frage. Natürlich gewusst habe ich es nicht,
Aber wie ich weggegangen bin, wie ich es allen meinen Freunden und meiner Family halt erzählt habe, dass ich gesagt habe, ja, ich verkaufe jetzt alles, ich lasse jetzt alles hinter mir und ich ziehe jetzt nach Amerika, weil ich würde Schauspieler werden. Natürlich war das super riskant. Das war, ich habe alles verkauft, ich habe meine Wohnung vermietet, ich habe meine Möbel verkauft, ich habe mein Auto verkauft, ich habe nichts mehr in Österreich gehabt und bin einfach nach Amerika gegangen. Ich habe gewusst, dass die Konkurrenz einfach extrem groß ist und dass ich mich nicht unterkriegen lassen kann, weil ich einfach weiß, Schauspiel ist nicht easy. Vor allem zu dem Zeitpunkt war mein Englisch nicht perfekt. Ich habe keine Erfahrung gehabt im Schauspiel. Ich habe einfach nur gewusst, ich will es machen. Und ich habe gewusst, es macht mir Spaß und ich will einfach da jetzt Vollgas geben und 100% reinstecken und einfach alles riskieren. Und ich glaube, weil ich einfach diese Einstellung gehabt habe, burn your boats. Ich weiß nicht, ob es das Saying in Deutsch auch gibt, aber ich sag's einfach auf Englisch jetzt, ihr wisst ja, was ich meine. Burn your boats und dann hast du einfach keinen Plan B mehr. Es war für mich nur ein Plan und das war einfach, ich will es in Amerika schaffen. Und das war von Day One, von Tag 1 war das einfach meine Mission. Und ich habe gesagt, es gibt nichts anderes außer das. Ich will jetzt nur Gas geben und mit meinem Traum folgen. Ich persönlich glaube halt dran, wenn du dir wirklich das mental, also wirklich vorstellst und auch niederschreibst und sagst, okay, das ist meine Visionstafel, das ist meine To-Do-List, das, was ich erreichen will, und du schreibst es in ein Buch und du liest es jeden Tag und machst es jeden Tag, dann wirst du es auch erreichen. Social Media. Zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt nicht an Social Media gedacht. Ich habe gesagt, okay, ich will Schauspieler werden und das war's. Es war eine Linie. Aber was für mich immer wichtig war, ist offen bleiben für andere Optionen. Weil viele glauben, okay, Schauspieler werden, das ist nur eine Linie und das ist es. Ich habe aber diese eine Linie, die ich gehabt habe mit Schauspiel, komplett, ich will nicht sagen versagt, aber ich habe einfach keine Möglichkeit gekriegt, irgendwas zu machen, weil einfach die Leute gesagt haben im Casting, was sind deine Credentials, was ist dein IMDb-Credit, wie viele Movies hast du schon gemacht und wir wollen jetzt alles sehen. Und ich habe gesagt, ich bin gerade aus der Schule rausgekommen und sie haben gesagt, nein. Und das war für 3 Monate, glaube ich, alle, weiß nicht, 3-mal am Tag habe ich einfach nur nein, 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 nein gekriegt. Und das Wichtigste da war einfach nur, dem musst du einfach bewusst sein, dass du sagst, okay, das war von Anfang an klar. Also ich bin jetzt mit der Expectation hingegangen, dass ich jetzt die Schauspielschule abschließe und dann mit dem Rock ein Movie mache. Um deine Frage zu beantworten, ich habe nicht gewusst, wie ich es machen werde, aber ich habe gewusst, dass ich mein Ziel erreichen werde. Ich bin noch immer nicht dort, aber ich weiß, dass ich schon sehr viel erreicht habe. Das heißt, ja, ich glaube, wir werden jetzt die zweite Episode vom Deutschen Donnerstag mit dem jetzt abschließen. Egal, was ihr machen wollt, ihr müsst einfach mehr oder weniger, ihr müsst an euch selber glauben, euch selbst motivieren, weil kein anderer macht das für euch. Nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, dass der Deutsche Donnerstag so ein Erfolg ist. Wenn ihr mir weiter helfen wollt, ihr wisst eh, wie es funktioniert, subscriben, einen Kommentar, liken, dass der Algorithmus das einfach aufnimmt. Aber ja, ich glaube, das haben wir unter Kontrolle. Wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, alles Liebe. Hashtag hier geil!